Die Atomkraft war für Deutschlands Energiekonzerne jahrzehntelang ein gutes Geschäft. 2011 änderte sich das abrupt, als die damalige Bundesregierung angesichts der Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima den Ausstieg aus der Atomenergie beschloss. Seither wurde über mögliche Entschädigungen gestritten. Heute nun entschied das Bundeskabinett, die Konzerne RWE und Vattenfall sollen Geld bekommen. Die genaue Summe allerdings bleibt so lange offen, bis das letzte deutsche AKW vom Netz ist. Martin Polanski in Berlin, von welcher Größenordnung muss man denn ausgehen? Ja, eine genaue Summe ist ja nicht genannt, aber man geht aus von einem dreistelligen Millionenbetrag. So heißt es zumindest am Rande dieses Gesetzentwurfs der Bundesregierung. Es geht eben um die Reststrommengen, die übrig geblieben sind. Vattenfall zum Beispiel hatte die Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel betrieben, diesen längst vom Netz genommen. Und da sind jede Menge Reststrommengen übrig geblieben. Die sind viel Geld wert. Und das soll jetzt eben entschädigt werden ab 2023. Mhm. Warum muss der Steuerzahler überhaupt jetzt Schadenersatz leisten? Das geht zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2016. Da hatten die Energiekonzerne geklagt auf Entschädigung und auch Recht bekommen. Das Argument, die Atomkonzerne konnten eigentlich damit rechnen, dass ihre Meiler länger laufen, als jetzt tatsächlich der Fall ist. Und das muss eben entschädigt werden. Allerdings droht ein längerer Rechtsstreit jetzt. Denn Vattenfall befürchtet, über den Tisch gezogen zu werden. Vattenfall hatte eigentlich gehofft, eine Entschädigung von rund 1,5 Milliarden Euro zu bekommen. Jetzt ist von einem dreistelligen Millionenbetrag die Rede. Und da ist anzunehmen, dass Vattenfall weitere Klagen dann anstreben wird. Parallel läuft auch ein Verfahren vor einem Schiedsgericht in Washington. Also ein weiterer Rechtsstreit, davon ist jetzt auszugehen. Aus Berlin, Martin Polanski, vielen Dank für diese Informationen.